Hallo und willkommen bei Review Entertainment am Dienstag. Heute stelle ich euch mal den Film Dream Home vor. Das Herstellungsland war Hongkong und das Erscheinungsjahr war 2010. Regie hat Pang Ho Xiong geführt. Darsteller sind dabei zum Beispiel Anthony Wong oder Chow Si-ho. Dann direkt mal wieder zu den Fassungen. Es gibt in Deutschland eine Fassung, welche von Ion New Media veröffentlicht worden ist. Soweit ich weiß, fehlen aber zur Uncut-Fassung ungefähr 4 Minuten. Uncut gibt es ihn zum Beispiel in England, da ist eine Uncut-DVD erschienen von Network Releasing. Die zeige ich euch dann noch am Ende von dieser Review. Dann kommen wir direkt mal zur Story des Films. Diese fasse ich jetzt ganz, ganz kurz diesmal. Es geht um eine Frau, die eben seit langem für ihre Traumwohnung in Hongkong spart, und zwar mit einem schönen Ausblick auf den Hafen. Und diese Wohnungen sind extrem teuer. Sie verdient allerdings zu wenig und kann dann auch mit den steigenden Preisen der Immobilien nicht mithalten. Wie man aber dann in diversen Rückblenden sieht, handelt es sich bei ihr um einen Kindheitstraum. Sie wollte ja schon immer eine Wohnung mit Ausblick auf den Hafen haben. Jedenfalls greift sie dann zu einer etwas extremen Methode, um eben die Wohnungen bzw. die Preise in diesem Wohnblock tief zu halten. Sie bringt jetzt die Bewohner des Hauses um Stück für Stück, um eben dann, ich sag mal, potenzielle Käufer vor einem Kauf abzuhalten von freien Wohnungen und auch um die Preise der Wohnungen zu drücken, dass eben aktuelle Inhaber von diesen Wohnungen nicht zu viel verlangen können, wenn sie eine Wohnung verkaufen wollen. Das ist jetzt so die Grundgeschichte. Es entwickelt sich aber drumherum noch einiges mehr, wie gesagt, das dann durch diverse Rückblenden erläutert wird. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, denn daraus zieht der Film auch viel von seiner Faszination. Kommen wir direkt zu den positiven und negativen Aspekten. Man hat direkt am Anfang eine sehr, sehr drastische Szene, bei der man mit dem Opfer direkt mitfiebert. Also da weiß man dann schon, auf was man sich einlässt, wenn man den Film weiterverfolgt. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Film hier nur aufs Blätter ausgelegt ist, aber er bietet schon einige Szenen. Dann, man hat ein sehr gutes und klares Bild auf der UK-DVD, schiebe ich jetzt hier nochmal schnell ein. Man hat sehr harte und innovative Tötungsszenen. Manche Szenen habe ich jetzt so noch nicht gesehen und ich habe ja schon einige Horrorfilme und Slasherfilme gesehen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Man hat eben heftige, aber verstreute Splatter-Szenen, die sind wohl dosiert immer wieder eingesetzt. Man hat lustige sowie auch traurige Szenen im Film drin. Dadurch ist natürlich auch eine gewisse Abwechslung gegeben. Was mir auch aufgefallen ist, man hat eine stets passende musikalische Untermalung. Wirklich, bei manchen Szenen läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Das geht dann wirklich an die Nieren. Also es ist nicht nur bezogen auf Splatter-Szenen. Es gibt auch andere Szenen, die dann wirklich extrem wirken. Der Charakter wird sehr, sehr gut eingeführt, also von der Frau, die eben die Wohnung kaufen will. Man lernt sie eben kennen. Es wird Wert gelegt auf die Charakterisierung und auf ihre Motive. In Rückblenden erfährt man eben vieles. Es wird dann glaubhaft vermittelt, warum sie so handelt, und es ist nachvollziehbar. Jetzt kommen wir aber von diesem letzten positiven Punkt auf den ersten negativen. Diese Rückblenden werden durch viele Zeitsprünge erzählt und die haben mich teilweise, muss ich ehrlich zugeben, etwas verwirrt. Es wird dann immer eine Jahreszahl eingeblendet und auch eine Uhrzeit, glaube ich, stellenweise. Und dann habe ich am Anfang nicht so aufgepasst, wann jetzt was passiert ist. Man wird eben durch diese Zeitsprünge immer wieder aus der spannenden Handlung dann rausgerissen und drum ist er dann nicht mehr durchgehend spannend für mich. Allerdings muss man jetzt sagen, nach den ganzen Rückblenden, die in einem wirklich schönen, ruhigen Stil ihr Leben erzählen, wird dann am Ende alles aufgeklärt und führt dann zu einem Punkt hin, damit man dann ihre Motivation komplett versteht. Also gehört natürlich zum Film dazu, darum würde ich jetzt dem nicht so unglaublich viel beimessen, diesem negativen Punkt. Ich gebe auch alles in allem auf jeden Fall 8 von 10, werden mir auch irgendwann nochmal anschauen und vielleicht wirkt er dann sogar besser, wenn ich jetzt dann schon weiß, worauf das hinausläuft. Gut, das war jetzt dann meine Review zu Dream Home. Hier sehen wir jetzt noch, wie angesprochen, kurz die DVD. Hier ist das Innere mit dem Booklet, mit einer Meinung dazu zum Film. Und danach jetzt noch das Cover von außen, meine ich. Okay, das war's dann mit meiner Review. Dann bis zum nächsten Dienstag.